Herzlich willkommen bei Twinbush Germany. Seit 1997 Ihr kompetenter Spezialist in Sachen professioneller Kfz-Werkstattausrüstung. Mit Unternehmenszentrale in Deutschland und 9 weiteren Niederlassungen in 7 Ländern sind wir einer der führenden Hersteller von Kfz-Hebebühnen, Reifenwucht und Reifenmontagemaschinen. Willkommen bei Twinbush Germany. Ich zeige euch jetzt unser Scheinwerfer-Einstellgerät TWSWEA. Wir zeigen Ihnen nun, wie das Gerät grundsätzlich funktioniert. Als erstes benötigen wir dazu den Neigungswinkel der Fahrzeuglampen. Dieser Wert ist meistens im Türrahmen oder auch direkt an den Fahrzeuglampen angegeben. Der Neigungswinkel kurz erklärt. Ausgehend von dem Scheinwerfer legen wir eine Strecke von 10 Metern fest und ziehen eine horizontale Linie ausgehend von der Scheinwerfermitte. Zur besseren Sichtbarkeit verändern wir hier einmal die Größenverhältnisse. Die Distanz, die obere Kante des Lichtkegels unter der horizontalen Linie liegt, nennen wir E. Das ist der Wert, der am Auto angebracht ist und beim Scheinwerfer-Einstellgerät eingestellt werden muss. Alternativ zu dem Einstellwert E kann die Neigung aber auch wie in unserem Fall in Prozent angegeben werden. Dies ergibt sich dann aus der Formel Höhenunterschied geteilt durch Distanz mal 100%. Stellen wir nun die bei uns vorgegebenen 1% ein. Mit dem Fahrtenvisier prüfen wir nun, ob sich das Scheinwerfer-Einstellgerät auch im richtigen Winkel zum Fahrzeug befindet. Der Faden muss 2 symmetrische Punkte am Auto schneiden, in unserem Fall zum Beispiel die Oberkante der Scheinwerferlichter. Positionieren Sie nun das Scheinwerfer-Einstellgerät vor dem Scheinwerfer und stellen Sie die Höhe des Geräts ein. Die Mitte der Eintrittsöffnung des Geräts muss sich auf der gleichen Höhe wie die zu messende Scheinwerferlampe befinden. Sie können die Ausrichtung nach Augenmaß machen, solange Sie dabei weder in der Höhe noch in der Breite um mehr als 3 cm von der Mitte der Lampe abweichen. An dieser Stelle sei auch noch einmal erwähnt, dass die Distanz zwischen Scheinwerfer-Einstellgerät und der Lampe zwischen 30 und 70 cm betragen muss. Bei einem Auto für Rechtsverkehr sehen wir einen Lichtkegel, der auf der linken Seite bündig mit der gestrichelten horizontalen Linie sein sollte. Ab der Mitte darf der Lichtkegel entsprechend der oberen Linie nach rechts hin mit einem Knickwinkel von 15 Grad leicht ansteigen. Für Linksverkehr würde das umgekehrte Bild gelten. Bei Fernlicht ergibt sich ein ovaler Lichtkegel, dessen Mitte auf dem oberen Kreuz liegen sollte. Und bei Nebellicht sollte der Lichtkegel nicht über die Grundlinie hinausgehen. Dann prüfen wir noch die Lichtstärke. Die Lichtstärke darf zwischen den beiden Scheinwerfern maximal eine Differenz von 20% betragen. Auf der anderen Seite prüfen wir noch einmal, ob die Ausrichtung auch noch stimmt, und prüfen wiederum Helligkeitsverteilung und Lichtstärke. Das Scheinwerfer-Einstellgerät SWEA von Twinbush ist für Autos mit LED, Xenon und Halogenlicht geeignet.